Das ist grandioses Kino, ich liebe es. Sinnlos im Weltraum macht eine Menge Spaß, wenn man alt genug dafür ist. Vergesst das nicht, liebe Kinder. Sagt nie ficken. Nie. Ihr habt das nicht von mir. Jetzt komme ich aber zu einem Mann, der das natürlich niemals sagen würde, sondern nur immer macht. Captain Bums-Schwadrone Timmy Feldner aus dem Max-Bereich. Ja, genau. Normalerweise wird es jetzt, wer weiß, was geben im Max-Bereich, aber ich habe mir gedacht, wir zocken lieber ein bisschen. Dass ich diesen Clip gezeigt habe, wird mein Gehalt sowas von gekürzt. So, stell das mal hier auf. Draufzahlen muss ich jetzt praktisch. So, ich hoffe, man kann das erkennen und das hält vor allen Dingen auch. Ich hoffe, lass mich doch einfach sagen. Nö. Ich kann ja auch nicht lesen. Du lispelst. Das kann man nicht verstehen dann. Deswegen, die IP Team Fortress Classic wird jetzt gezockt. 85.14.233.70 Doppelpunkt 27015 Passwort Giga. Kein Giga. Alles. Kommt dann auf dem Server drauf, der wird uns freundlicherweise von einem Community-Mitglied von uns zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich saunett, muss ich mal sagen. Das ist super. Es gibt natürlich genügend Server, aber wir können ja einfach erstmal auf den gehen und dann nachher noch schauen. Denn der gute, ich glaube Flip war es oder so, hat uns gesagt, er könnte natürlich dann auch gleich mal einfach den Server wechseln. Und Felix, Gott, erzähl doch mal was zu Team Fortress Classic. Also Team Fortress Classic ist eine Modifikation für Half-Life. Es geht darum, es sind zwei Fraktionen, die kämpfen einander und jede Fraktion hat verschiedene Klassen zur Verfügung, die man hier wunderbar sehen kann und die haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Der Medic zum Beispiel kann Leute heilen, kann aber auch vergiften. Genau. Dann gibt es natürlich noch den Sniper-Typen, der mit dem Scharfschützengewehr ausgerüstet ist, dann den Heavy-Guy. Das ist der Typ, der hat diese fette, fette Wumme, ist zwar sehr, sehr langsam, wenn er mit dieser ballert, bewegt sich dann, wie gesagt, sehr, sehr langsam, macht aber richtig viel Schaden. Mit einer meiner Lieblingsklassen war der Heavy Guy, wie gesagt, aber dann gibt's noch den Engineer, auch eine meiner Lieblingsklassen, der hat zwar nur eine Shotgun, kann aber dafür ein kleines stationäres Geschütz aufbauen, das er dann noch upgraden kann. Und dieses stationäre Geschütz ballert auf alles, was in seiner Umgebung ist, beziehungsweise auf die Feinde, die in seiner Umgebung sind. Und das ist richtig, richtig cool. Hier sehen wir den Rocket Guy, der natürlich den berühmten Rocket Jump kann. Der Spion kann sich tarnen und, glaube ich, auch noch totstellen. Also, wie gesagt, richtig, richtig schön. Du bist im Team Blau und startest natürlich auf Seiten des Team Blaus in der Basis von Team Blau. Genau. Und musst natürlich jetzt schauen, dass du die Flagge des Feindes capturest. Und hier auch ein beliebter Sniper-Spot, dass der Sniper sich hier aufstellt und dann nach drüben snipert, beziehungsweise versucht, die Feinde von drüben zu snipern. Na? Ja, das ist hier nicht gut, was hier gerade abgeht. Nee, allerdings, ich muss auch sagen, ich bin ein grottenschlechter Team Fortress Classic-Spieler. Ich liebe es. Nein, ein Medic! Der wollte dich gerade vergiften. Junge, hast du ein Glück gehabt. Ich habe es immer gehasst. Es gab nichts Schlimmeres, als vergiftet zu werden. Genau, du kannst ja ein bisschen was noch zu erzählen zu den einzelnen Klassen. Man muss natürlich dazu sagen, grundsätzlich ist das ja ganz einfach angesiedelt. Denn es ist ja im Grunde nichts anderes als Capture the Flag, aber mit einem sehr neuartigen... Oh, jetzt hat er mich vergiftet. Eieiei. Aber mit einem sehr neuartigen System, denn es gibt halt diese Klassen. Und Capture the Flag mit, ich glaube, 8 Klassen sind es, wenn ich mich jetzt gerade nicht... Ich weiß nicht mehr ganz genau, mal kurz wie viele nach. Es sind. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gezockt. Sehr, sehr lang ist es her. Aber wenn ich das hier so sehe, dann kommen so viele Erinnerungen hoch. Und wie viel Spaß das gemacht hat. Da diese grünen und roten Beutel, das sind natürlich Beutel, um dann quasi sozusagen die Power des jeweiligen oder die ganzen Waffen und so weiter, die Waffenpower wieder aufzufüllen. Nimm mal den Heavy Guy oder nimm mal eine andere Klasse. Ich bin mir sicher, die Version, die damals ich noch gezockt habe, da war es so, dass der Heavy Guy hatte auch diese Granate, glaube ich, diese Splittergranate, die explodiert ist und dann lauter kleinere Granaten hatten, die auch nochmal explodiert sind. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt der Heavy Guy war oder eine andere Klasse. Aber mit der habe ich immer sehr viele Kills auch erledigt oder gemacht, eher gesagt. Ja, jetzt sieht man auch, ich habe den Heavy Weapon Guy genommen. Der ist natürlich ein bisschen langsamer unterwegs. Aber ganz ehrlich, der macht so viel Schaden. Mit dem habe ich immer so die Server gerockert. Wobei ich ja eigentlich bei den meisten Spielen Fan von dem Medic bin. So, jetzt schaue ich gerade mal. Geh mal nach links. Genau, da gehen wir nach da unten vorne, weil da sind immer Knotenpunkte. Hier wird auch ordentlich gemetzelt und geschnetzelt. Hier zum Beispiel, sehr schön. Man sieht auch, wenn ich dann schieße, dann kann ich mich nur noch ganz, ganz langsam bewegen. Yeah, Junge, super. So ist gut, muss aufpassen. Von da unten kommen sie manchmal hoch durch den Unterwassertunnelgang. Ja, wie gesagt, hier ist echt ein guter Punkt, um sich zu positionieren und so ein bisschen mit dem Heavy Guy auszuteilen. Aber musst du aufpassen von hinten, dass der nicht durchs Wasser hinten kommt. Achtung, Achtung. Achtung, anderer Heavy Guy! Yeah! Show them bitches who's boss! Yeah! Captain Killor!
Die so, sagt, du musst aufpassen, da hinten können sie nämlich auch kommen. Ja, jetzt baut der Engineer hier sehr, sehr das schön. Das ist sehr gut, dann beschütze ich den noch mal kurz. Das, da ist ah! schon, ich hab's doch gesagt, von da hinten, da kommt so eine Sau. Da ist übrigens auch der Flip TGC Otaku, der freundlicherweise den Server hier zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Ihr könnt natürlich weiterhin draufkommen, wenn er nicht schon voll ist. Ich glaube, er ist schon voll. Mist. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob runter mit dir der da. Flip nett genug Redig. Ist. Geh nach vorne. Auf lange Sicht mal die Map zu wechseln oder vielleicht nochmal ein paar Leute so runter zu kicken, dass auch andere Leute draufkommen können. Tut mir leid, dass ich etwas... Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen weniger reden und mehr spielen. Ja, ich weiß, das ist immer sehr, sehr schwer, das selber zu kommentieren, weil man ja sich so ein bisschen konzentrieren muss auf das Ganze. Und absolut. Es ist ja wirklich sehr rasant zum einen, aber auch wirklich sehr competitive. Also, du hast gerade wieder einen erwischt. Ja, ich muss natürlich auch auf die Sniper aufpassen. Ist ja ganz klar, hier müsste jetzt ein Sniper von uns positioniert sein, der die langsamen Heavy Guys einfach runterpickt. Du hast die Flagge, du Sack! Ja, jetzt stehe ich gerade schlecht. Nein! Na, verdammt. Du hast aber gerade einen Punkt gemacht, du hast die Flagge entzogen. Der Flip fragt gerade, welche Map willst du? Ich würde gleich danach gerne mal Dust Bowl spielen, das war eine meiner Lieblingsmaps. Ich kenne die Namen der ganzen Maps gar nicht mehr. Das müsste ja, glaube ich, hier Front oder so sein. Twoford, ja. Twoford meine ich ja, nicht Front. Genau. Aber können wir gleich machen. Also, kommt auf den Server drauf. Gleich habt ihr die Chance dazu. Wenn wir dann mal die Map gewechselt haben, dann fliegen nochmal alle kurz runter. Vielleicht. Und dann fliegen nochmal die blauen Bohnen. Machen wir dann auch nochmal ganz kurz ein neues Passwort drauf und ich gebe es dann durch. Mal gucken. Natürlich, wenn ihr auf dem roten Team seid, sind es die roten Bohnen. Jetzt gehen wir